Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory. Ja, hallo liebe Hörenden da draußen an den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur BGT. Heute wieder eine Art Special. Wir haben uns eine ganz besondere Person dazu bestellt als Expertin, um über Videospiele und Brettspiele zu sprechen. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Zum einen ist der Lars mit dabei. Herr Lars. Moin. Und die Lisa, auch besser bekannt als Vanillekeksi. Hi Lisa. Ja, hallo. Ah, schön, ich freue mich. Genau, wir haben es jetzt noch ein paar Mal verschieben müssen, aber endlich haben wir es hingekriegt und schön, dass du da bist. Und bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen, machen wir immer unsere übliche Vorstellungsrunde miteinander. Und daher einmal bitte von dir, wie ist denn dein Weg zu Brettspielen gewesen, Lisa? Ja, oh Gott, der war noch gar nicht so lang her, ist relativ kurz bei mir tatsächlich immer noch. Ich habe früher immer schon YouTube-Videos gemacht, überwiegend zu Videospielen und Let's Play, also so richtig ganz klassisch. Bis auf Minecraft habe ich wirklich so dieses Let's Player-Ding versucht durchzuziehen und habe aber auch viele Vlogs gemacht, also Vlogs, und bin dann irgendwann an Manu von Games Universe, Grüße gehen raus, durch verschiedene Videos aufeinander getroffen und der meinte irgendwann so, Mensch, verkauft Brettspiele, willst du nicht mal dazu ein Video machen? Magst du mal nicht auf die Spiel mitgehen? Und irgendwie war ich in diesem Kosmos drin und die Spiel war für mich einfach so atemberaubend von der Community, von der Vielfalt, weil ich auch bis dato zu den Leuten gehört habe, ach, Siedler von Catan, Monopoly und wenn man ganz fancy unterwegs ist, vielleicht auch noch Hotel. Und mir war gar nicht bewusst, was für eine Bandbreite das hat. Und ich bin wegen der Bandbreite von Spielen und Möglichkeiten gekommen und wegen der Community geblieben. Und seitdem bin ich irgendwie voll im Hobby drin und lieb's einfach total. Sehr cool. Wann war das erste Mal auf der Spiel für dich? 2019, also vor Corona, vor dem bösen C. Also das erste Mal voll mit dabei, danach halt eben leider nur noch digital. Aber irgendwie hat mir das keinen Abbruch getan. Ja, witzig, das war auch meine erste. Ja, ach, meine nämlich auch, ja. Ah, oh, schön. 2019 Klicke. Ja. Genau, ja, das war natürlich auch ein richtig guter Einstieg. Ne? Das war ja die ganz große Spiel und da war echt, wurden viele Highlights abgefeiert. War eine tolle Spiel, um einzusteigen, glaube ich. Wahnsinn, also einfach auch beeindruckend, wenn man so vorher gar nicht in dem Thema drin war. Was ist alles dann an Brettspielen, an Mechaniken und Co. Wie gesagt, Monopoly und Siedler von Catan. Viel weiter war mein Horizont zu dem Zeitpunkt nicht. Vielleicht noch Phase 10 so an den Abenden, aber das war es dann irgendwie auch. Ne? Aber wenn ich so hin in dein Regal schaue, das ist auf jeden Fall ganz gut gewachsen bei dir. Ne? Definitiv, ja. Da würde mich an der Stelle einfach zwischendurch direkt interessieren, warst du schon mal auf der Gamescom dann? Wahrscheinlich schon, ja, oder? Ja, klar. Auf jeden Fall. Wie sind so da die Unterschiede für dich? Das muss ja auch ein riesen Ding sein und auch irgendwie total beeindruckend. Ja, bei der Spiel kann ich Spiele antesten und stehe eher in den Schlangen, um es mir zu kaufen, wenn es gerade wirklich ein Messe-Highlight ist. Bei der Gamescom stehe ich 4, 5, 6 Stunden an, für eine 30-minütige Demo zu spielen. Okay. Es ist halt eben eine Riesenshow, muss man wirklich einfach sagen. Die Spiel ist ja, die Stände sind so ein bisschen für sich und man geht zu den Verlagen, die einen interessieren oder die Spiele, die einen interessieren. Und auf der Gamescom ist einfach, keine Ahnung, da übertrifft jede Bude das Nächste. Da ist eine Halle mit 3 Publishern, viel mehr ist da gar nicht drin. Und es ist absurd viel Geräuschkulisse, ganz viele Lichter und bunt, halt eben alles so pompös, wie es irgendwie möglich ist. Okay, aber kommt da trotzdem auch dieses Gefühl Community mit rüber, wie es auf der Spiel so ist? Nee, gar nicht. Also für mich irgendwie nicht. Natürlich hat man dann Koop-Spiele, wo man mit fremden Leuten plötzlich in einem Team sitzt. Das ist schon cool, wenn man dann gewonnen hat. Das ist schon so, aber für so einen kurzen Moment irgendwie, man interagiert eigentlich weniger und lässt sich einfach von den Massen mehr mittreiben. Okay. Und so Community ist da sehr wenig, muss ich sagen. Okay. Also für mich persönlich. Spannend. Lars, warst du schon mal auf der Gamescom? Ja, auch schon ein paar Mal. Kann ich so mittragen, was dieser gesagt hat. Also wir haben uns relativ selten bei so Kracherspielen angestellt.
außer das eine Jahr, da ist Star Wars Battlefront ist rausgekommen und wir haben irgendwie Fastpasses gekriegt. Und dann wurde man halt so an der ganzen langen Schlange vorbeigeführt, die einen alle ganz böse angeguckt haben und durfte dann ziemlich schnell spielen. Das beste spielen. Gefühl. Ja, es ist das beste Gefühl. Euer Neid ist meine Freude. Nee, genau. Nee, das sonst haben wir da wenig gemacht. Ne? Es war manchmal so, dass man, wenn man im richtigen Moment irgendwo am richtigen Ort stand, hat man ein schönes T-Shirt an den Kopf geworfen gekriegt. Ja. Das war dann auch nochmal klasse, aber cool. Es gibt mehr Merch. Also man geht mit mehr Kleinkram nach Hause als auf der Spiel. Ja. Okay, ja, verstehe. Ja. Macht ja auch irgendwie auch Sinn, ne? Ja. Weil, ja. Klar, es gibt mehr Spiel Cosplay, mehr, das finde ich immer ganz cool. Ja, das stimmt. Das, also dahingehend ist es halt eben beeindruckender. Also von der ganzen Kulisse an sich ist es wahnsinnig beeindruckend. Und es ist natürlich dunkel in den Hallen oder relativ dunkel, damit die Bildschirme besser rüberkommen. Das macht nochmal so eine LAN-Party-Atmosphäre so ein bisschen. Es ist halt bombastischer einfach. Ne? Also die Stände sind ja auch viel krasser mit irgendwelchen Sachen aufgebaut und riesengroß teilweise. Also, ja, wenn man allein so Blizzard EA hat fast eine nimmt. Halbe Halle, glaube ich. Genau. So, ne? Das ist so, ja genau, also, EA Blizzard jetzt, ja. Genau, die haben quasi so eine ganze Halle und haben so, ich war einmal da, da hatte Blizzard, weil sie gerade, ich glaube, irgendwas von Hearthstone auch neu gepublished haben, einfach so eine riesige Taverne aufgebaut. Okay, also gut. Das ist einfach genial. Du bist da, wenn es ein sehr großer Publisher, bist auch irgendwie so ein bisschen in der Welt schon mit drin, in dem Stand. Das ist sehr beeindruckend. Da merkt man dann auch, dass die Videospielbranche doch noch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat. So ein bisschen mehr Spielgeld als die Brettspielbranche. Selbst wenn auf dem Spiel auch der ein oder andere Stand sehr groß ist, aber das ist dann alles kein richtiger Vergleich. Ja, aber ich muss nämlich sagen, ich war noch nie auf der Gamescom, obwohl es bei mir um die Ecke ist, sozusagen. Ah. Deswegen, ist das, muss ich also das gleich irgendwann aus professionellen Gründen auch mal besuchen. Wenn du donnerstags die Möglichkeit hast, geh definitiv hin. Alle anderen Tage schwierig für einfach sich das mal anzuschauen. Ja, das denke ich mir. Gut, aber nachdem wir kurz abgeschwiffen sind, kommen wir zurück zur der Vorstellungsrunde. Eine aktuelle Top 3 an Brettspielen. Lisa, hast du die? Oh Gott, ja. Ich bin jetzt in letzter Zeit wahnsinnig wenig zum Spielen gekommen. Aber aktuell, wir haben es relativ spät für uns entdeckt, lieben es aber beide tatsächlich sehr. Sea Salt and Paper macht irgendwie ein kleines Spiel, was aber dann irgendwie doch länger dauert, als man im ersten Moment meint. Und ist einfach ein tolles Mindgame, macht uns unglaublich viel Spaß im Moment. Das neue Challengers Beach Cup spielen wir aktuell sehr viel, weil wir auch da einfach, also wir sind gerade im Moment wahnsinnig auf schnellen Kartenspielen. Das ist eigentlich nicht so meins, aber irgendwie packt uns das gerade sehr. Und was ich jetzt aber auch schon lange nicht mehr gespielt habe, weil man dafür einfach eine große Anzahl von Leuten braucht, ist Blood on the Clock Tower. Das hat gerade im Moment so mein Herz so ein bisschen. Okay. Ja, das steht auf meiner Liste, dass ich das dringend mal spielen muss. Da habe ich schon so viel Ausgezeichnetes drüber gehört. Das ist wirklich ganz los. Noch nicht geschafft. Hast du das schon mal gespielt, Lars? Hast du das schon geschafft? Leider nicht, aber ich wollte es auch gerne mal machen, auf jeden Fall. Ja, das wäre auf jeden Fall was, was ich auch gerne mal antesten würde. Ja, spannend. Ja, finde ich immer total interessant, die aktuellen Top-Titel, wie das auch so variiert und wie es so ein bisschen stimmungsabhängig ist, was gerade einen begeistert. Absolut. Sehr schön. Jetzt sind das ja alles keine Spiele, wo man eine Spielerfarbe unbedingt wählen muss oder wählen kann. Aber wenn du eine wählen müsstest, was würdest du dann in der Regel dir raussuchen? Immer gelb. Immer gelb, okay. Ja, wenn es die Farbe gibt, nehme ich immer gelb. Einfach durch mein ganzes Branding mit Vanillekeksi ist das irgendwie so die Jahre meine Farbe geworden. Sehr cool. Ja, dann haben wir dich da schon mal ein bisschen besser kennengelernt. Vielen Dank. Und dann steigen wir doch direkt ins Thema ein. Wir haben es eben ja schon mal ganz kurz angeschnitten mit der Gamescom. Wir wollen uns so ein bisschen über Videospiele und Brettspiele unterhalten, warum beide Welten spannend sind und vielleicht auch gar nicht so weit auseinander liegen, wie sie manchmal dargestellt werden. Und ja, um das mit der Gamescom nochmal aufzugreifen, das war ja dieses Jahr, war ja auch der Spiel des Jahres Verein auf der Gamescom. Sehr präsent, also so präsent, wie es halt geht auf der Gamescom, alles, was ich so gehört habe.
Die konnten sich sicherlich nicht die halbe Halle anmieten und Tavernen aufbauen. Ja, aber daran merkt man ja auch, auch da wird versucht, so ein bisschen zusammenzurücken. Als Disclaimer, ich spiele gar nicht mehr so viel Videospiele. Ihr seid auf jeden Fall viel mehr drin. Aber was reizt euch denn an Videospielen so aus der Brettspielsicht, sag ich mal? Lisa, magst du anfangen? Oh, aus der Brettspielsicht. Das finde ich jetzt tatsächlich ein bisschen schwierig. Also, ja, dann fang doch damit an, was reizt dich überhaupt an Videospielen? Ja. Was ist das, was Videospiele dir geben? Videospiele geben mir gefühlt eine ganze Welt. Also klar, bei Brettspielen ist man auch mal thematisch in Sachen drin, aber ein Videospiel gibt einen aber nochmal auf mehreren Ebenen einfach eine neue Welt, sei es jetzt mit Musik, sei es jetzt bei Konsolen, zum Beispiel der Trigger bei Controllern, dass die einfach bestimmten Stellen mit vibrieren oder da nochmal Sounds rauskommen. Es gibt einem nochmal eine ganz neue Ebene zu gewissen Themen und tatsächlich auch einfach dieses schnelle Reinkommen. Also wenn ich ein großes Brettspiel spielen möchte, was thematisch anspruchsvoll ist, was mir eine geile Mechanik gibt, muss ich sehr häufig mich in die Regeln reinlesen, verstehe die vielleicht nicht direkt am Anfang, gucke mir dann Videos dazu an und muss mich halt eben sehr intensiv schon mit diesem ganzen Thema, mit diesem ganzen Spiel auseinandersetzen, damit ich es natürlich auch weitertragen kann oder auch selber so reingehen kann, ohne alle 2 Minuten nochmal im Regelwerk zu lesen. Und Videospiele gehe ich einfach rein, ich krieg's im Normalfall Schritt für Schritt erklärt oder guck mir noch gerade schnell die Steuerung an, wie was funktioniert. Und dann gehe ich rein und kann dieses Thema, diese Welt einfach für mich entdecken. Ja. Das ist für mich eigentlich so der größte Vorteil, was Videospiele, Brettspiele gegenüber haben. Und ist eigentlich auch das, was mich reizt. Dieses schnelle Reinkommen und natürlich diese ganzen Ebenen. Ja, bei dir, Lars? Ist das ähnlich oder noch ganz andere Punkte, die dazu kommen? Ne, es ist schon sehr ähnlich. Also erstens habe ich viele Freunde, die am PC viel spielen oder eben auch Videospiele an Konsolen. Und ja, wenn ich was mit denen machen will, dann ist das eben der Way to go. Die spielen zwar auch Brettspiele, aber ja, eben auch sehr viel online. Und ja, was Lisa auch gesagt hat, diese Welt, in die man eintaucht, das ist schon anders. Also allein durch diese auditive Wahrnehmung, die da bedient wird noch. Man kann sich natürlich zum Beispiel, das mache ich auch, wenn ich das Arkham Horror Kartenspiel spiele, dann mache ich mir so eine Cthulhu-Playlist an im Hintergrund. Einfach, das macht noch mal richtig was her. Ja, und dann ist es, muss ich sagen, was Spielwelten angeht, hat es auch noch mal eine viel größere Vielfalt tatsächlich. Auch wenn Brettspiele da sehr aufholen. Ne? Mhm. Aber sonst ist es so, auch die Action, die man zum Beispiel in einem Shooter-Spiel hat, die kann ein Brettspiel so nicht wiedergeben. Also wenn man so ein bisschen Adrenalin haben möchte und sowas, das kriegst du beim Brettspiel so nicht hin. Ja. Ja, ich würde mich da euch komplett anschließen. Also diese Immersion ist auf jeden Fall eine ganz andere bei Videospielen. Ich glaube, da muss man auch gar nicht groß drum herum diskutieren. Ja. Das gibt das Medium Brettspiel einfach nicht her. Da passiert viel mehr im Kopf, da muss viel mehr im Kopf passieren. Ich meine, das Arkham-Horror-Spiel, das feierst du ja total, Lars. Und da passiert das ja, aber da muss man sich halt ganz anders drauf einlassen, als wenn ich so ein Horrorspiel beispielsweise auf einer Konsole zocke, Licht ausmache. Das ist also ich weiß noch, als Dead Space rauskam, haben wir das irgendwie mit 2 Kumpels haben wir das angezockt und wir haben danach auf jeden Fall das Licht wieder angemacht. ja, und das schaffen halt nur Videospiele, ne, an der Stelle, ja. Finde ich. Also es ist echt schwierig, das in einem so einem eindimensionalen Medium, sag ich mal, wie Brettspiele zu vermitteln. Also Immersion können wir ja schon mal festhalten, ist auf jeden Fall so ein Ding, was uns total reizt und das schneller reinkommen, das fand ich einen sehr spannenden Punkt, Lisa. Ich mach das Ding an und kann direkt loslegen, genau. Egal wie groß das Spiel ist. Ne? Also die größten Spiele kann ich direkt starten, werde reingeführt und kann dann trotzdem stundenlang, tagelang damit verbringen. Und das ist auf jeden Fall bei dem Brettspiel viel, viel schwieriger, das auch nur annähernd so hinzukriegen. Das wäre vielleicht auch was sich so die Publisher noch stärker antun können, so Tutorial-Systeme, wie wir sie aus
Videospielen im Grunde kennen. Auf jeden Fall. Genau. So. Das war auch noch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte, bei den Unterschieden allerdings. Aber das ist tatsächlich wirklich so. Und ich habe das mal gesehen bei Ankamas Crossmaster Arena. Da haben sie es gemacht im Regelbuch. Da hast du praktisch kleine Szenarien gehabt, in denen du Szenario für Szenario wirklich gelernt hast, wie bewegt man seine Figuren, wie löst man die Fähigkeiten, wo sind Sichtlinien und sowas. Also, weil das ist ja so ein Arena-Spiel, wo man schon Fähigkeiten auf Gegner abschießt praktisch. Und die haben es wirklich gut gemacht. Also du konntest so Seite für Seite immer das nächste Szenario, bis du die Regeln konntest. Und dann hast du einfach das große Spiel aufgebaut und hast losgelegt. Ne? Aber ich habe das Gefühl, da kommt auch ein bisschen mehr. Also wenn ich jetzt da an Familiar Tales zum Beispiel denke, du hast die App, wo du aber auch schon mit Geräuschen arbeitest. Mhm. Je nachdem, was gerade passiert, wenn du das an irgendein Audiogerät gekoppelt hast, hast du auch den Sound mit drin. Also ich glaube, das sind so langsam diese kleinen Wege, die jetzt bestritten werden, um da einfach halt eben noch intensiver dieses Spielgefühl einfach zu erleben. Ja, da würde ich dir auch absolut zustimmen. Also jetzt auch hier diese riesige Decent-Box ist ja auch mit einer tollen App-Unterstützung, wo auf einmal ja auch so ein Crafting-System mit drin ist, was du ja sonst gar nicht hinkriegen kannst. Jetzt habe ich letztes mit der Frosthaven-Kampagne angefangen. Da ist ja auch diese Vorteller-App dabei, wo sehr stimmungsvoll die Stücke zwischen den Szenarien erzählt werden. Ich denke auch, da werden Wege gegangen, um diese Immersion noch, die man so aus der Videospielwelt kennt, in die Brettspielwelt zu bringen. Ja, sehr cool. Und dann vielleicht, jetzt haben wir eben über Brettspiele gesprochen, Lisa, die du gerne spielst. Und welche Art Videospiele feierst du aktuell oder hast du schon immer gern gehabt? Was sind so da deine Highlights, dass man das so ein bisschen einschätzen kann? Oh, ich war früher total auch schon auf so schnelle Spiele stellenweise, aber auch Story. Also ich glaube, das kann man gar nicht so pauschalisieren. Ich mag manchmal ruhige Spiele wie Harvest Moon, Stardew Valley haben wir jetzt vor kurzem wieder zusammen angefangen im Bekanntenkreis. Aber auch sowas wie Dead by Daylight, also so Horror-Survival-Sachen. Aber ich finde mich doch immer wieder, weil ich es einfach im Koop sehr schön finde, irgendwelche Aufbauspiele, wo man gemeinsam was aufbaut und was craftet und einfach die Story gemeinsam spielt. Also das ist eigentlich immer so die Art Spiel, die ich dann spiele, sei es jetzt im ganz ruhigen, entspannten Setting bei Stardew Valley, wo ich einfach meine Felder ernte und meinen Hund streicheln kann, bis hin zu Sons of the Forest, wo wir auf einer Insel sind mit Mutanten, die uns töten wollen und Eingeborenen, die uns töten wollen. Und irgendwie müssen wir schauen, dass wir überleben und eine Hütte bauen und Feuer haben und Essen haben. Also im Endeffekt ist eigentlich immer dieses Koop mit Freunden zusammen auch oder Overwatch, solche Shooter halt eben auch in die Richtung. Weil, oh Gott, Overwatch und Shooter, ich hoffe, ich werde jetzt nicht erschlagen, aber einfach so in die Schiene. Back 4 Blood haben wir relativ lange gezockt. Eigentlich so fast alles mit Koop oder sehr toller Storyline und Welt wie Hogwarts Legacy oder Monster Hunter World habe ich tatsächlich jetzt vor kurzem wieder angefangen, weil ich einfach richtig Bock drauf hatte, ein bisschen rumzulaufen, Monster zu jagen und die Welt zu entdecken. Cool. Da muss ich kurz nachhaken. Overwatch und Shooter, ist das so ein Reizthema? Ist das nicht ein Shooter? Es ist ein Shooter, aber ist ähnlich wie Fortnite zum Beispiel von diesen Hardcore-Ego-Shootern, die dann COD und Co. zocken, meistens so ein bisschen verpönt. Achso, aber Overwatch ist doch sogar ein Ego-Shooter, oder? Es ist ein Ego-Shooter, ja. Streng genommen. Ja, aber es ist so, das ist dieses Ding, das ist so ein Hero-Shooter. Ja. Und das, die Spiele gehen nicht lange und so. Und ich glaube, das sind so die Sachen, die sich da unterscheiden. Genau weiß ich es auch nicht, weil ich solche Sachen wie Modern Warfare oder so noch nie gespielt habe. Ich auch nicht, bin da ganz schlecht. Ja, ich weiß nicht, das ist mir auch zu. Also ich habe einen Call of Duty, so eins der allerersten, mal durchgespielt auch, aber das ist mir dann irgendwie auch zu nah an. Mittlerweile ist das einfach mir zu nah an realistischer Kriegssimulation. Das
das brauche ich irgendwie persönlich nicht. Deswegen, ich kann Overwatch, ich habe kein Gerät, auf dem das läuft, weil Blizzard irgendwann entschieden hat, dass sie keine Mac-Spiele mehr machen. Sehr schade, weil sie eigentlich ja so Pioniere waren als ein großer Publisher, die immer die Spiele auch auf Mac rausgebracht haben. Bei Overwatch haben sie angefangen zu sagen, dass sie das nicht mehr tun. Das war sehr schade, das hätte ich sehr gerne gespielt. Genau, und Lars, was sind so deine Go-To-Spiele dann? Ich wollte gern einmal noch fragen, Lisa, hast du Stardew Valley mal alleine gespielt? Ja, habe ich auch ganz lange alleine gespielt. Weil ja. Ich fand das so ohne Ende gar nicht entspannend. Du musstest ja immer, du bist aufgestanden, du hast dein Geld gemacht, alles in die Kiste geschmissen, du hast abgeerntet, neu gepflanzt, dann bist du in die Mine, dann hast du noch irgendwie deiner Freundin oder deinem Freund halt irgendein Geschenk gebracht, damit er dich heiratet irgendwann, und dann bist du wieder zurück, damit du nicht nachts erwischt wirst oder so. Ich fand das super stressig. Ich war dann nach 3 Jahren, also 3 Ingame-Jahre, war ich so weit, dass ich alles automatisiert hatte, da musste ich nur noch aufstehen, konnte in die Mine schlendern, konnte irgendwelche Leute besuchen und so und alles auf der Farm, das hat sich alles von selber gemacht. Aber trotzdem, der Weg dahin war super stressig. Ja, das stimmt. Ja, was ich gerne spiele. Also im Korb ist es deutlich angenehmer. Ja, okay, da kann man das so ein bisschen mehr verteilen, die Arbeiten, die anfallen. Genau. Okay, cool. Ja, früher angefangen mit, ich glaube, so Point-and-Click-Sachen auf dem C64. Maniac Mansion war so ein Ding, woran ich mich sehr gut erinnere, stundenlang mit einem Kumpel irgendwie auch im Halbdunkeln gesessen und Maniac Mansion gespielt. Und auch heute finde ich so Point-and-Click-Sachen teilweise noch sehr schön. Ich habe letztens Children of Silent Town durchgespielt. Das ist so ein bisschen, ja, so ein Horror nicht, aber so ein gloomy Abenteuer praktisch so vom Feeling her. Dann habe ich so Beat'em-Ups gespielt auf Konsolen. Praktisch, also alles, ne? Tekken und Street Fighter und alles, was du dir denken kannst. Diese Deckbilder, Hearthstone, so habe ich auch gespielt. Zurzeit eher Minion Masters wieder. Da haben sie jetzt gerade allerdings alles neu gemacht. Da muss ich erstmal gucken, ob ich das noch mag. Minecraft haben wir viel gespielt, so im Koop, im Freundeskreis haben wir uns einen Server gemietet und haben Minecraft echt ordentlich gezockt. WoW habe ich, weiß nicht, 10 Jahre oder so insgesamt drin gehabt. Dann so Arena-Shooter, Dirty Bomb, Overwatch und Titanfall 2 gespielt. Rundenstrategie spiele ich im Moment viel Gladius, das ist so im Warhammer 40.000-Universum. League of Legends habe ich so viel gespielt auch und ich bin so schlecht da drin, aber es war trotzdem immer lustig. Also ich habe, glaube ich, 2018 gab es kaum einen Tag, an dem ich nicht Stunden an League of Legends gespielt habe. Und es hätte mich fast mein Examen gekostet, muss ich sagen. Das glaube ich. Es war so 3 Monate, hatten wir fast gar keine Berufsschule so und dann war immer so, ja, morgen fange ich an zu üben, aber erst spiele ich noch eine Runde League of Legends. Oh, jetzt habe ich verloren. Mit so einer schlechten Laune kann ich ja nicht anfangen zu lernen. Und dann hast du nach 3 Spielen mal 1 gewonnen. Ah, jetzt, aber jetzt bin ich gerade gut drauf. Jetzt spiele ich noch 1, dann wieder verloren und so weiter. Und am Ende habe ich gar nichts getan. Dann habe ich 3 Wochen vorm Examen habe ich so super Power Learning gemacht. Aber gut durchgekommen. Ja, und dann so Sparspiele wie Fall Guys und Among Us habe ich auch gerne mitgenommen. Among Us habe ich eigentlich viel zu wenig gespielt. Und Fall Guys habe ich auch tatsächlich erst relativ spät entdeckt. Durch irgendwelche Streamer auch. So. Among Us über ein Jahr, ich glaube fast 2 Jahre lang, jeden Montag. Ja, geil. Das war eine wilde Zeit. Ich war immer neidisch auf die Leute, die eine feste Dead by Daylight-Gruppe hatten, weil ich hätte das so gerne mal gespielt, aber irgendwie. Oh, komm zu angefangen. Uns! Ja, wenn ihr das komm mal spielt. Uns. Ja! Ich bin aber wahrscheinlich unglaublich schlecht. Ne? Egal, wir auch. Nein. Seit Release, aber ich bin absolut schlecht. Ich habe euch gesehen. Ich habe euch spielen gesehen. Ne? Also, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ne? Also, Vanille Keksi ist ein Twitch-Kanal, den ihr unbedingt gucken solltet. Überwiegend.
Genau. Stimmt, man findet dich auch so ein bisschen bei Instagram, aber vor allen Dingen Twitch, ne? Das sollten wir nochmal an der Stelle erwähnen, TikTok. Das ist richtig. Und TikTok und Twitch. Genau. Das ist gerade so mein Go-To tatsächlich. Beides Plattformen, die ich sehr, sehr liebe. Sehr gut. Und aber bei Twitch dann vor allen Dingen die Sachen, die du dann so streamst. Geht das bei TikTok überhaupt? Oder sind das dann so die kurzen Sachen, die du da machst? Genau, bei TikTok sind halt eben Kurzvideos, also Unboxings, Beispielvorstellungen, ein bisschen Quatsch-Content. Und bei Twitch, da haben wir manchmal Community-Spiele, die wir gemeinsam mit den Leuten aus dem Chat zusammenspielen können. Wir haben sehr lange dann immer diese Koop-Action gehabt auch. Wir wollen jetzt bald mal mit Baldur's Gate 3 anfangen, da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Aber auch Brettspiel-Content, also auch vor kurzem habe ich Living Forest mal ausgepackt und einfach gerade das, worauf man irgendwie Bock hat. Okay, cool. Lars, was meinst du noch? Genau, das TikTok-Ding, das können wir schon mal announcen. BGT wird es demnächst auch auf TikTok geben. Der Lars wird euer Host dort sein. Da können wir direkt, könnt ihr alle schon mal reinfolgen. Dann, ich mach das noch, wir geben noch bekannt, sobald der Account steht, aber ja. Sehr cool, ich bin gespannt, Lars. Ich auch. Ich bin gespannt. Ich auch. Okay, das heißt, jetzt haben wir, also Lisa, du hast ja jetzt eben deine Spiele, wenn ich das richtig verstanden habe, waren eher so Koop-Sachen dabei, also vor allem ne, irgendwie Koop-Sachen. Und Lars hatte so eine bunte Mischung von allem, aber mehr so kompetitiven Stuff, ne? So sehr kompetitiven Kram. Nö, also gar League nicht. League of Legends ist ja und auch so die Beat-up-Spiele. Die G-Spiele auch, ja. Also, die ist auch viel Koop. Ne? Minecraft haben wir halt immer zusammengespielt. Minion Masters kann man so in einem Team spielen, also in einem Zweierteam. Das machen wir auch viel. Was habe ich noch gesagt? Genau, Gladius, das spielen wir, kannst du bis zu 4 Leuten spielen zusammen. So WoW, da hatte man auch immer so ein bisschen ein paar Leute, ne? Doch, also ist so gemischt. Gemischt. Okay. auch wenn ich nicht mehr so viel spiele, gebe ich trotzdem so das, was ich früher gespielt habe. Ich habe total gerne so Story-Spiele gespielt, die ich einfach so für mich alleine daddeln konnte. Tomb Raider, dann später auf der Playstation, alles, was so irgendwie Story-Kram war. Haben wir dann auch da einfach Abende, einen Kumpel habe ich da gesessen und dann haben wir einfach Castlevania durchgezockt oder Batman, Arkham City durchgezockt und dann immer. Der eine hat den Controller gehabt und der andere hat dann eben die Chips gegessen. das fand ich auch immer sehr, sehr entspannt. Diablo habe ich rauf und runter gespielt, alle Teile, bis auf den 4., weil den es nicht auf dem Mac gibt. Aber die anderen alle sehr ausgiebig. Und dann hatte ich auf jeden Fall so eine Zeit, wo ich ganz viel Quake gezockt habe. Quake 3, CPMA vor allen Dingen und ganz viel auch so Beat'em-ups. Da haben wir viel zu viel Soul Calibur gezockt. Geil. Immer, wir hatten so ein Gemeinschaftsbüro eine Zeit lang, also ein paar Jahre und jede Mittagspause immer noch mal eine Stunde Soul Calibur und dann abends vorm Feierabend noch. Sehr cool. Aber wie geil, Quake 3 hast du noch gespielt? Ja. Also ich habe mit Quake 3 war meine erste LAN-Party. Grüße an die Köpenicker Frackhorde, wenn es euch noch gibt. Ich habe Quake 1, Quake 2 habe ich sogar die Story durchgespielt. Half-Life natürlich dann auch. Und Quake 3 haben wir dann, das hatte ja nicht so richtig eine Story. Es war ja vor allen Dingen so ein Arena-Spiel. Aber das haben wir dann mit diesem CPMA-Turnier-Mod dann irgendwann echt extrem gezockt. Und vor allem, ich hatte einen guten Kumpel, der konnte das sehr, sehr gut. Der hat auch in so einem Clan früher gespielt und von dem habe ich dann erstmal gelernt, ja, pass mal auf, es gibt diese ganzen Timings, Megahertz kommt alle die und die Sekunden und der war am Anfang, hat keine Chance gegen den gehabt, aber es ging dann irgendwann nach vielen, vielen Stunden. Ja. Wir haben da auch so einen im Bekanntenkreis, ich glaube, der spielt die Maps, kann der blind durchspielen. Das ist so unfassbar, wenn man den sieht. Ja, das ist auf jeden Fall sehr lustig gewesen. Aber da merkt man ja schon, das sind auf jeden Fall jetzt alles Dinge gewesen, wo es nicht so richtig ein Äquivalent zu gibt in der Brettspielwelt. Also jetzt diese Aufbauspiele vielleicht noch. Es gibt ja so ein Stardew Valley Brettspiel auch. Also es wäre das Eheste, was ich sagen würde, was es auch in der Brettspielwelt gibt. Aber ansonsten, keins der Spiele, die wir jetzt irgendwie genannt haben, würde ich sagen, okay, da haben wir, würde ich jetzt ein Brettspiel aus dem Schrank ziehen, was den gleichen Spot irgendwie bedient, oder?
Hast du da was, Lisa, was so trotzdem ähnlich ist, wo du sagst, okay, das ist so ein ähnliche Reize, werden da bedient? Es kommt tatsächlich drauf an, was man auch spielen möchte. Also wenn man natürlich auf wahnsinnige Ego-Shooter steht mit viel Geballere, wird man so in der Brettspielszene einfach nicht finden, ist einfach nicht umsetzbar, so diesen Nervenkitzel. Storytechnisch haben wir eben ja auch schon mal ganz kurz gesagt, Familiar Tales zum Beispiel, also es wird schon in die Richtung mehr gemacht, dass man mehr mitgenommen wird und noch tiefer in diese Welten einsteigen kann. Ich denke, da wird sich einfach die nächsten paar Jahre noch ein bisschen was tun, dass wir da auf jeden Fall was in die Schiene bekommen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel an Blood on the Clock Tower denke, absolut nicht auf einem Spiel bezogen und auch keine Lizenz irgendwas hinten dran, erinnert mich aber einfach vom ganzen Spielprinzip, weswegen es mich, glaube ich, auch gerade total catcht, einfach komplett an Among Us. Ja. Also dieses, es passiert was und man muss wirklich in diese Diskussion reingehen und teilt sich vielleicht auf und spricht sich nur mit so ein paar Leuten ab. Das gibt mir schon sehr starke Vibes in Richtung Among Us und gibt mir auch dieses, oh Gott, nicht, dass die mich jetzt für verdächtig halten, weil ich das jetzt gesagt habe. Also es gibt mir wirklich dieses Spielgefühl tatsächlich wieder, wie ich es im Videospiel habe, auch wenn die beiden Spiele bis auf die Mechanik eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Okay. Habt ihr schon Among Cultist ausprobiert, was ja quasi so die direkte, ja, auch namensgebende Umsetzung von Among Us ist? Ja, habe ich schon ausprobiert. ich weiß, es gibt sehr viele Fans davon und ich finde das Spiel per se vom Setting her und alles auch cool. Ich weiß nicht, ob ich auch mit den falschen Erwartungen reingegangen bin. Ich habe mir fest vorgenommen, ich guck's mir noch mal an, ich spiele das auch noch mal. Ich war aber am Anfang dadurch, dass es ja ähnlich wie Among Us sein sollte, echt enttäuscht. Also mich hat's einfach dahingehend gar nicht abgeholt. Weil ich weiß nicht, vielleicht haben wir es auch falsch gespielt, ich kann es gar nicht sagen. Aber ich habe ja gar kein Interesse dran, irgendwas zu reporten und damit mein Mitspieler ein Geist wird, weil so richtig viele Schlüsse draus ziehen kann ich nicht und dann fehlt mir diese Person. Also laufe ich doch lieber einfach rum und sammle Bücher. Also ich habe so viele andere Wege, die ich irgendwie gehen kann, die in erster Linie mal nichts mit dem eigentlichen Sinn vom Spiel zu tun haben. Also mich hat es dahingehend gar nicht abgeholt. Okay. Ich war auch noch ein bisschen skeptisch. Also wir haben es auf jeden Fall falsch gespielt, das wissen wir. Ja, das ist bei mir nämlich auch. Also ich will dem Ganzen noch mal eine Chance geben, weil es einfach so viele feiern, wo ich denke, so schlecht kann es dann nicht sein. Ja. Vielleicht waren wir zu viele, vielleicht haben wir es falsch gespielt. Ich gebe es dem auf jeden Fall noch mal eine Chance. Ja, also ich bin auf jeden Fall auch wie du mit den falschen Erwartungen reingegangen. Und dann hatte ich halt dieses Gefühl, nicht wie bei Among Us, wo du so verschiedenste Minispiele hast, die dich immer auf andere Art irgendwie ansprechen, hatte ich das Gefühl, bei Among Us macht man in jedem Raum so mehr oder weniger das Gleiche. Among Cultist, sorry. Aber ja, ich würde es auch noch mal spielen, auf jeden Fall, und werde es auch tun, denn in meinem Freundeskreis wird es auch gefeiert. wird es sicherlich da auch noch mal auf den Tisch kommen. Und ich meine, Social Deduction ist schon ein geiles Ding. Ja. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber okay, an Spielen, die vergleichbar sind. Also Hearthstone ist natürlich nicht viel unterschiedlich zu allen anderen Trading Card Games. Ja, das ist quasi der Rückweg, ne? Da hat man einfach das Trading Card Konzept ins Videospiel überführt, klar. Ja, genau. Und sonst, also jetzt so rundenbasierte Strategiespiele, aber das ist auch nicht so richtig, oder? Hast du da was du in der Brettspielwelt spielst? Weil ich selber nicht, aber es gibt doch jetzt diese Spiele, die so ähnlich sein sollen wie heißt es noch, dieses alte Command Ding? Command & Conquer, genau. Das wäre vielleicht so in der Richtung, ne? Dass man da Basen baut, die irgendwelche Truppen produzieren oder sowas. Und es würde sich halt eben einfach voll anbieten, solche Mechaniken in die Brettspielwelt eigentlich zu adaptieren. Weil da kommt es nicht so sehr auf die Stimmung an, sondern einfach auf den Aufbau und den Kampf. Und das findet sich aber auch, glaube ich, schon
neben diesem eigentlichen Strategie-Setup, was man kennt, auch in ganz, ganz vielen anderen Brettspielen einfach. Ne? Das ja, das ist das Strategiezeug auf jeden Fall, aber gerade diesen also das, was man so aus diesen RTS-Spielen wie StarCraft, Command Conquer und so kennt oder auch rundenbasierten Spielen dann, ja, das gibt es noch nicht so richtig häufig. Ne? Also in Twilight Imperium beispielsweise ist das auch so ein bisschen vielleicht drin, aber ja, du hast schon recht, Lars, da kommen jetzt so ein paar, die ganz klar mal an Conquer angelehnt sind. Und wo du gerade StarCraft sagst, es ist schon ein bisschen her. Ich habe das StarCraft-Brettspiel erst einmal gespielt. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie das da jetzt wirklich war. Und tatsächlich habe ich auch das Warcraft-Brettspiel bei mir im Regal stehen. Aber ich habe es noch nie gespielt. Ich auch noch. Ganz schlimm. Ist seit Jahren da, aber ich habe es noch nicht gespielt. Aber sind ja dann auch jetzt also einzelne Spiele, die ja so ein bisschen in der Nische dann ja auch sind. Aber da bin ich auf jeden Fall gespannt, was man da noch macht. Weil so grundsätzlich das Thema Strategiespiel ist ja schon sehr stark vertreten in der Brettspielwelt. Ich sehe jetzt bei dir, Lisa, hinten auch Size, ist ja auch so ein Ding. Ja, aber dann es werden auf jeden Fall eine Reihe von Sachen weggelassen, die es in den Videospielen, so in dem Genre auf jeden Fall gibt, ne? Habe ich das Gefühl. Ja, es ist einfach auch in den Spielen, man hat so viele Möglichkeiten, auch das Spiel nochmal anders einzustellen, sei es mit der Schwierigkeit, sei es mit, wie viele Ressourcen findet man vielleicht auch. Also da hat man nochmal viel einfachere Modis, sage ich jetzt mal, die man einfach ganz schnell einstellen kann, wenn man da irgendwie mehr drauf gehen möchte, da mehr Bock drauf hat. Und du kriegst es ja einfach in dieser völligen Bandbreite. In einem Videospiel ist so viel hinten dran programmiert, dass jede Sache, die du machst, irgendwie trotzdem das Spiel weiterbringt. Man hat einfach eine viel größere Bandbreite an Möglichkeiten im Gegensatz zu einem Brettspiel halt eben einfach, bei dem man Karten hat, bei dem man richtige Sachen in der Hand haben muss, was natürlich dann auch einfach vom Spielmaterial irgendwo und irgendwann auch begrenzt sein muss. Klar. Ja, für mich ist das auch ein Stück weit immer, also in dem Brettspiel ist so, dass die eigentliche Mechanik viel greifbarer, ne? Also ich interagiere viel direkter damit, als ich das in einem Videospiel tue, dass das irgendwie viel versteckter hinten dran, da passieren die Dinge irgendwie, die Timer laufen so im Hintergrund ab, ich sehe das gar nicht so richtig und in dem Brettspiel ist das viel näher an mir dran und ich interagiere viel stärker mit den eigentlichen Mechaniken. Was ich jetzt aber noch interessant fand bei dir, Lisa, du hast jetzt auch bei den Videospielen eine ganze Reihe von Koop-Sachen gesagt, die man gemeinsam spielt. Und du hast ja auch gesagt, ihr spielt viel gemeinsam diese Spiele. Das ist ja typischerweise das, was die Leute sagen, ja, ich will ja hier nicht Videospiele, da sitze ich allein vor der Glotze. Das ist ja total unkommunikativ und sowas. Das scheint ja nicht der Fall zu sein. Das ist, genau. Können wir damit so einen Vorurteil vielleicht hier aufräumen? Ja, definitiv. Also natürlich, mir macht das auch manchmal Spaß, alleine auf der Couch zu liegen und mich komplett in eine Welt reinreißen zu lassen. Sei es jetzt Monster Hunter World, Pokémon, sei es drum. Einfach dieses alleine vor mich hin looten und leveln sozusagen. Aber es ist natürlich, ich weiß nicht, ich spiele ganz wenig Story-Spiele. Ich spiele eigentlich überwiegend Koop, weil ich einfach dadurch auch einen Freundeskreis entdeckt habe. Also es hat sich damals irgendwie, der möchte noch mitzocken, den kenne ich noch, der will noch mitzocken. Und daraus ist mittlerweile ein kompletter Freundeskreis entstanden. Das sind Menschen, die sehe ich nie live. Mit denen habe ich so im Alltag nichts zu tun. Aber online sind wir einfach eine richtig coole Truppe, die über alles Bescheid weiß, was bei den anderen gerade los ist, die über Probleme sprechen, die aber auch gemeinsam Erfolge feiern. Also da kann eine unglaubliche Gemeinschaft draus entstehen und eine unglaubliche Freundschaft, ohne sich jemals wirklich gesehen zu haben. Das ist ganz verrückt. Und manchmal macht man es ja doch, ne? Also so WoW-Clan-Treffen im Real-Life. Ja. Das sind schon so richtig spannende Momente. Oh ja, die Leute wie sehen die jetzt aus? Genau, wie sehen die richtig aus? Und so. Das ist schon geil. Hatte ich schon eine sehr lustige Erfahrung mit und so. Also da kann man vielleicht sogar eher mit dem Vorteil aufräumen. Man achtet nicht aufs Äußere. Also man lernt die Person so, wie sie ist im Normalfall, komplett kennen, ohne auf irgendwas anderes zu achten. Man sitzt einfach im Discord, man sieht sich nicht, man hat keinen Augenkontakt, man hat einfach eine Leidenschaft für ein Spiel und lernt sich darüber kennen und plötzlich ist man irgendwie die besten Freunde und irgendwann trifft man sich und merkt, ach, den Menschen, den ich gerade
zum ersten Mal in Real Life sehe, kenne ich aber schon so gut, weil wir einfach schon seit 2-3 Jahren oder noch länger zocken. Also das ist eher noch eine Freundschaft, die nicht auf Vorurteilen, die nicht auf Optik und sonstigen Sachen irgendwie beruht, sondern einfach aus einer Leidenschaft und der Freude an Spielen, an Mechaniken, an sonstigem. Ja. Ja, ich finde das ganz wichtig, das nochmal klarzustellen, dass das eben durchaus ein wichtiger Bestandteil von Videospielen ist, dass es da auch Gemeinschaften gibt und dass da Freundschaften wirklich, wirklich entstehen und dass man das auch gemeinsam erlebt. Nicht gemeinsam am Tisch, aber ich meine, wir hatten jetzt eben alle auch Beispiele, also so ein Beat'em'up spielt man in der Regel auch zusammen auf der Couch oder ihr sitzt nebeneinander, wenn ihr Stardew Valley spielt vielleicht, ne? Oder man sitzt dann zusammen und spielt Minecraft, also das geht ja trotzdem. Aber diese Gemeinschaft existiert bei Videospielen mindestens genauso stark wie bei Brettspielen. Bei Brettspielen ist es ja ähnlich, da gehe ich auch irgendwo hin und das Spiel steht einfach im Vordergrund, die Zeit gemeinsam zu spielen und die Leute lernt man darüber kennen. Wobei ich da ehrlicherweise auch sagen muss, es ist halt manchmal schwierig, die Leute kennenzulernen, weil das Spiel halt so viel Raum einnimmt. Ne? Wenn ich irgendwie ein komplexes Spiel, dann muss ich auf die Regeln einfach muss aufpassen. Es gibt wenig Momente, wo ich mich so austauschen kann. Mhm. Das ist bei Videospielen, dadurch, dass vielleicht ja auch so ein bisschen der kognitive Load weggenommen wird, weil das Spiel halt alles für mich regelt, dann doch zwischendurch einfacher, ne, sich so auszutauschen mit der Zeit. Weil man es auch einfach vielleicht regelmäßiger machen kann. Finde ich auf jeden Fall einen sehr wichtigen Punkt hier an der Stelle, dass dieser soziale Aspekt bei Videospielen nicht weniger ist als bei Brettspielen, wie vielleicht oft so von Kritikern gesagt wird. Okay, das heißt, wir haben so ein bisschen die Spiele jetzt. Und was ist denn noch so die Sachen, die, wo ihr sagt, aber es gibt trotzdem viele, viele andere Ähnlichkeiten zwischen beiden Welten? Also irgendwie bewegen wir uns ja in beiden Welten. Es reizt uns beides irgendwie so ein bisschen. Gibt es noch mehr Sachen, die, wo du sagst, Lisa, da gibt es Ähnlichkeiten zwischen? Ich denke, es ist einfach die Leidenschaft für Themen, für Mechaniken, sei es jetzt drum, dass ich mir was aufbaue, um irgendjemanden deswegen fertig zu machen und mir dem sein Gebiet einzueignen. Oder ich muss mir was aufbauen, damit, keine Ahnung, meine Industrie weitergeht. Ich denke, das ist einfach dieser Fortschritt, dieses spielerische Aufbauen, dieses spielerische Weiterkommen durch mein eigenes Können sozusagen einfach den Sieg auch einzuholen. Ich denke, das ist einfach, was man gefühlt bei jedem Spiel irgendwie reinbringen kann, sei es jetzt digital oder analog. Mhm. Das ist cool, ja. Und Lars, für dich, was sind so die Sachen, die dich an beiden reizen? Tatsächlich viel diese Immersion. Mhm. Ob es jetzt ein Brettspiel ist, wo ich eine richtig coole Mini habe. Und ja, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ich hoffe, die Hörer haben es bis jetzt nicht bekommen, dass wir Brettspiele jetzt gerade so ein bisschen unter Videospiele gestellt haben, weil wir sehr viel über Videospiele gesprochen haben. Das ist natürlich nicht so. Bei Brettspielen gibt's halt auch diese geilen Sachen, ne? Also gerade was so Material in der Hand bedeutet. Also ich liebe zum Beispiel große, schwere Würfel. Ich finde Miniaturen halt super cool. Spielbretter können auch unheimlich gut gestaltet sein. Karten, Chips, alles Mögliche. Also du hast da ja auch ganz tolle Dinge dabei. Und natürlich hast du auch die Konversation mit deinen Freunden am Tisch. Das ist richtig. Während des Spiels ist es nicht so einfach wie in einem Videospiel, auch mal über Blödsinn zu quatschen. Aber dafür hast du ja auch vorher und nachher Zeit. Denn wenn man sich auf einen Spieleabend trifft, also zumindest ist das bei uns so, man kommt nicht rein, schmeißt die Jacken auf die Couch und alle sitzen am Tisch und halten die Klappe, während die Regeln erklärt werden. Sondern da ist natürlich erstmal großes Hallo, wenn man sich eine Woche nicht gesehen hat oder so. Dann quatscht man viel. Oft ist es bei uns auch so, dann wird erstmal Essen bestellt. solche Dinge. Und dann spielt man was und dann hat man vielleicht eine kleine Pause, ne? Irgendjemand geht dann nochmal raus und dann quatscht man so lange, bis die Leute wiederkommen und dann wird das nächste Spiel gespielt. Also das hat ja auch diesen sozialen Aspekt, den kann man ja trotzdem sehr ausleben dabei.
Und das finde ich tatsächlich auch bei Brettspielen sogar noch intensiver, weil bei Videospielen passiert auch manchmal, man daddelt einfach so ein bisschen vor sich hin. Der eine geht das farmen, der andere baut das auf. Und man sieht sich nicht und hat dann nicht unbedingt Gesprächsthemen. Und bei einem Brettspiel hast du immer diese Interaktion, immer diese Kommunikation. Ja. Sei es, dass man miteinander oder gegeneinander spielt. Also man ist viel mehr abhängig, hört sich jetzt negativ an, aber man interagiert, man kommuniziert eigentlich noch mehr als bei Videospielen. Ja, das stimmt. Also was oft vorkommt bei uns ist, wir benutzen tatsächlich auch noch Teamspeak. Ja, wir sind alle schon alt. Und da ist es auch oft so, dass man zu zweit oder zu dritt in einem Channel sitzt. Jeder spielt so ein Spiel und man sagt gar nicht viel. Du hörst den anderen manchmal so fluchen oder sowas vielleicht. Aber trotzdem ist das schön, weil man trotzdem das Gefühl hat, so jo, meine Kumpels sind da. Und das sind jetzt tatsächlich auch Leute, ne, die kenne ich seit 2007 oder so. Also wir sind wirklich gute Freunde. Und da kann man einfach auch zusammensitzen und nicht miteinander reden. Und es fühlt sich einfach besser an, als würden die nicht da sein. Mhm. Genau. Naja, das finde ich halt auch. Beides. Aber das, was du eben sagtest, Lars, ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig hervorzuheben. Es geht ja nicht darum, dass einer ist das besser als das andere, sondern wir wollen jetzt ein bisschen beleuchten, warum beides, in beiden steckt das Wort Spielen drin und wir spielen einfach gerne. Und manchmal hat man den Eindruck, die eine, und beide Welten sind irgendwie reizvoll und das so ein bisschen näher zusammenzubringen und die Reize in beiden Welten, was, wann man in welche Welt vielleicht geht, ist halt, halt spannend. Aber uns reizt auf jeden Fall immer das Spielen und auch das Spielen gemeinsam. Klar, ich meine, Lars spielt ja auch Arkham Horror Solo, ne? Das ist genau wie, ob ich mich jetzt allein vor die Konsole setze oder so ein Solo-Spiel spiele. Genauso gibt es dann die Momente in beiden Welten, wo wir in der Gemeinschaft spielen. Wobei beides auch, also es macht ja auch in der Gruppe toll Spaß, ne? Wirklich. Von daher das so. Ja, und Computerspiele sind einfach das, was ich oft in der Woche mache. Wenn ich von der Arbeit komme, dann bin ich eher nicht in der Laune, nochmal aus dem Haus zu gehen. Mhm. Dann möchte ich eher so hier in Ruhe für mich hintingeln. Und dann ist so ein Computerspiel einfach das Go-To. Da kann ich meine Freunde an- und ausmachen sozusagen auch ganz einfach. Ne? Da kann ich sonst ganz schnell sagen, so ich will jetzt auch noch was anderes machen, tschüss. Und das wäre bei einem Spieleabend eben unhöflich. Ja. Das ist klar. Und außerdem muss ich keine Regeln lernen. Ich muss mich nicht benehmen sozusagen. Ne? Also ist tatsächlich, ne? Ich kann hier in Jogginghose die Füße hochlegen. Ich muss mich nicht anziehen, genau. Okay. wie du es meinst. Ich mach das, Ich sitze immer angezogen hier. Auf der anderen Seite ist natürlich am Wochenende muss ich nicht in meiner Wohnung sein, weil die kenne ich ja. Und dann bin ich gerne woanders und sehe die Leute und habe eben dieses Persönliche bei Brettspielabenden. Das ist so. Ich finde beides unheimlich wichtig für mich. Hm. Cool. So, nachdem wir jetzt so ganz viel über das Gefühl von diesen beiden Welten gesprochen haben, was ich sehr, sehr cool fand, um das so ein bisschen nochmal einzuordnen und vielleicht auch Lust auf beide Welten zu machen, habt ihr denn bestimmt so ein paar Spiele mitgebracht, die es in beiden Welten gibt? Vielleicht sowohl aus der Videospielwelt in die Brettspielwelt als auch umgekehrt. Bin ich mir sicher, dass ihr was mitgebracht habt. Lisa, magst du anfangen? Hast du so ein paar Titel, die uns näher bringen willst? Oh ja, sehr gerne. gerade vor allem die neueren Video- und Brettspiele haben es mir da tatsächlich sehr angetan. Ein Spiel, was ich jetzt im Nachgang immer noch mehr bereue, und es wird jeden Tag mehr, dass ich da nicht mit reingegangen bin im Crowdfunding, Monster Hunter World. Habe ich eben schon erwähnt, spiele ich gerade wieder als Videospiel, ist jetzt ausgeliefert worden als ein fantastisches Brettspiel mit unfassbaren Minis. Ich habe gedacht, nein, komm, das Geld,
so wichtig ist es dir nicht. Ich bereue es jeden einzelnen Tag, dass ich es mir nicht geholt habe. Es soll grandios sein. Also es soll tatsächlich wie das Videospiel, man wird auf Missionen geschickt, man muss Monster jagen, einfangen und einfach die Welt sozusagen ein bisschen wohnlicher zu machen für die Menschen, die versuchen zu verstehen, was da gerade abgeht mit den ganzen Monstern. Und es sieht einfach fantastisch aus und es soll sich auch wirklich sehr ähnlich spielen wie das Videospiel. Sehr cool. Ja, es sind wirklich sehr beeindruckende Minis. Ich habe gerade mal so parallel danach geschaut. Lars, willst du eins vorstellen? Was hast du uns mitgebracht? Ich könnte jetzt ohne Ende erzählen. Ja, immer abwechseln. Ja, immer, du viel immer, hast, immer weiß abwechseln, ich. Genau. Richtig. Also, ich fange mal ganz, ganz lokalpatriotisch mit Dorfromantik an. Ja. Dorfromantik, das wissen vielleicht die Leute gar nicht so sehr, aber Dorfromantik war ursprünglich mal ein Videospiel, also ein Computerspiel. Und Lukas Zach und sein Kompagnon Michael Palm, glaube ich. Ich kenne nur den Bremer wirklich. die wurden angesprochen, ob sie das machen wollen. Also die haben nicht selber angefragt, hey, können wir aus diesem erfolgreichen Computerspiel bitte ein Brettspiel machen, sondern die wurden angesprochen und da haben sie gesagt, auf jeden Fall, und haben das gemacht. Und es ist ja sehr erfolgreich geworden. Gut, das ist aber ja auf jeden Fall, das ist ja so ein Spiel, was ich glaube ich relativ gut übersetzen ließ, ne, in die analoge Welt. Auf jeden Fall. Es ist ja es im Prinzip ist 1:1. Ein digitales Brettspiel schon gewesen, kann man fast sagen. Ja. Hast du denn vielleicht noch was ich nicht so einfach übersetzen ließ? Wo? Weil das finde ich ja immer das Spannende, dass wenn du sowas wie so ein Monster Hunter World, ne, wie du gesagt hast, Lisa, das lässt sich ja, das kann ja gar nicht 1:1 in Brettspiel übersetzt werden. Ich meine, so viel, also da ist ja ein Haus voll mit Material. Da musst du ja was runterstrippen. Und das finde ich dann ja spannend. Streue ich jetzt mal ein bisschen Salz. Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege sieht zumindest in der Theorie unglaublich geil aus. Die Minis sind ja super geworden und auch so das ganze Spielmaterial. Ich bin nicht sicher, in welchem Stage sich diese Kickstarter-Kampagne befindet. Es gab da wohl leider einige Querelen mit irgendwelchen Versandkosten, glaube ich, ne? Oder so. Es ist einfach allgemein, glaube ich, ein großes Durcheinander gewesen. Weiß ich jetzt an der Stelle, muss jeder nochmal für sich selber nachschauen, was da passiert ist. Es ist auf jeden Fall eine Katastrophe. Genau. Ja, schwierig. Aber ich glaube, das könnte vom Spiel her auch ziemlich gut umgesetzt sein. Mhm. Natürlich kann man eben diese Live-Action, die in einem Shooter passiert, so nicht ins Spiel bringen. Das würde zu sehr chaotisch sein, wenn jeder irgendwie seine Züge macht und seine Figuren bewegt und irgendwas würfelt, irgendwelche Sachen ansagt. Das geht nicht. Aber ich glaube, dass das vom Spielgefühl her relativ gut sein könnte. Ja, es ist ja dann immer so die Frage, okay, ich habe das Videospiel und was ist so Kernelemente davon, also vielleicht auch vom Gefühl her, und wie kriege ich die in so ein Brettspiel? Und da glaube ich halt so dieses taktische Denken und die Auswahl der richtigen Figuren für das Szenario und so, das haben sie da, glaube ich, ganz gut hingekriegt, könnte ich mir vorstellen. Cool. Lisa, hast du noch einen Titel, den es vielleicht schon gibt, der schon ausgeliefert wurde? Den ich auch tatsächlich besitze. Binding of Isaac ist ja jetzt das Four Souls, das Kartenspiel rausgekommen. Gibt es schon ewig lang als Videospiel. Man spielt den kleinen Isaac oder je nachdem, welche Figuren man freigeschaltet hat und muss quasi durch den Keller und seine Mutter besiegen. Und es ist ein ganz gruseliger Beat'em up auch so ein bisschen, nicht Beat'em up, man rennt da durch die einzelnen Verliese, durch die einzelnen Dungeons und jeder Run ist neu
Und das gibt's jetzt als Kartenspiel, was bis auf das Thema und die Optik überhaupt nichts mit Binding of Isaac zu tun hat. Also da ist, man hätte das, denke ich, gut umsetzen können, dass man auch durch verschiedene Dungeons läuft und verschiedene Items findet. Ich denke, das wäre machbar gewesen von der Mechanik. Wir haben jetzt aber beim Binding of Isaac, bei dem Kartenspiel, wirklich ein Kartenspiel like Munchkin. Also wir suchen uns zufällig einen Charakter aus, können Karten kaufen, können Monster besiegen und müssen einfach schauen, dass wir irgendwann eine gewisse Anzahl an Seelen haben, die wir nur erhalten, wenn wir größere Bosse besiegen und spielen komplett gegeneinander, was ab drei Personen wirklich eine fantastisch fiese Dynamik aufnimmt. Okay. Also es ist, jeder, der Munchkin kennt, Binding of Isaac ist Munchkin in richtig fies. Okay. Also das ist grandios gemacht, aber halt eben hat in dem Sinne bis auf das Thema und die Optik nichts mit dem Brettspiel, mit dem Videospiel zu tun. Aber scheint euch trotzdem zu begeistern. Also ja, also da kann man richtig fies werden, das muss man wirklich sagen. Wenn man das mag und gut damit umgehen kann, ist es ein grandioses Kartenspiel. Also das wäre so ein Vertreter aus, man hat die IP genommen und ein anderes Spiel quasi drüber gelegt, die Optik beibehalten. Wäre das so trotzdem was, wo du sagst, dass das passt auch für Leute, die das Videospiel gar nicht kennen, ist egal im Grunde? Ja, es ist denke ich, schon egal. Der Witz, also dieser Humor, den Binding of Isaac hat, der sehr dunkel und dreckig ist. Ich glaube, wenn man das Spiel nicht kennt, ist der Humor ein bisschen schwierig auch einfach zu verstehen. Okay. Auch die ganzen Running Gags, die da in den Karten drin vorkommen, die Wortwitze. Da tut man sich schon keinen Gefallen mit, wenn man das Spiel vorher gar nicht gespielt hat. Aber es ist auch ohne das Videospiel machbar, definitiv. Okay, aber das ist zumindest, haben sie die Videospielfraktion dann da abgeholt, dass man da. Ja, also kompletter Fansurf, muss man wirklich sagen. Ist grandios umgesetzt. Ich kann berichten, ich habe das Videospiel nicht gespielt, aber das Kartenspiel. Ich fand es ziemlich gut. Es ist halt hart, wenn man nicht verlieren kann. Es ist wirklich hart, weil du wirst, also man kriegt am laufenden Band richtig eine gescheppert. Klar kannst du auch austeilen, aber manche Figuren haben mit manchen Items einfach so stronge Kombos, ja, dass du selber denkst, so, ey, warum spiele ich überhaupt mit? Aber deswegen würde ich es auch nicht zu zweit empfehlen. Also zu zweit, wenn einer ein bisschen overpowered ist, macht es einfach gar keinen Sinn mehr, irgendwie zu spielen. Man kommt nicht mehr auf den grünen Ast, weil man natürlich immer wieder das Ziel von dem anderen ist. Ab drei bis vier, wenn sich's dann auch mal ein bisschen verteilt, wenn er so zwischendurch so, ah, komm, ich hab Mitleid, ich geh mal lieber auf wen anderes, dann kannst du dich mal so ein paar Runden erholen. Dann kann das Spaß machen, aber zu zweit würde ich es nicht empfehlen. Okay, cool. Lars, hast du noch eins, was aus der Videospielewelt aufs Brett den Weg gefunden hat? Ja, und zwar zum Beispiel Deep Rock Galactic ist ja relativ neu und es wurde auch ausgeliefert, glaube ich, schon das erste. Es gibt jetzt, nee, es wurde schon, also wir haben es einem Freund zum Geburtstag geschenkt. So, das gab es ja sogar auf der Spiel, ne? Das konnte man auch mitnehmen. Kann gut sein. Wir haben es jemandem geschenkt und der war großer Fan von dem, oder ist großer Fan von dem PC-Spiel. Ich habe das PC-Spiel jetzt ein bisschen gespielt erst. Das Brettspiel leider noch nicht, sind wir noch nicht zugekommen. Aber auch da, glaube ich, wird es relativ gut umsetzbar gewesen sein, von der Taktik-Sache her, also von dieser Aufbausache, von diesem Faktor, dass man Dinge sucht, um andere Aufgaben zu schaffen. Das lässt sich, glaube ich, sehr gut in einem Brettspiel umsetzen. Die Minis sehen fantastisch aus. Einzig ist halt wieder ja das Adrenalin, was du eben durch diese Live-Action, durch dieses Rumrennen und Ballern hast, das kann man halt nicht einfangen. Ja, okay. Ja, das ist halt super schwierig, ne? Also ist sowas wie Five-Minute-Dungeon, finde ich, das fördert das nötige Adrenalin, was man vielleicht aus so einem Videospiel kennt, aber ist auf jeden Fall überschaubar, die Auswahl da an Spielen, das stimmt. Okay, Lisa, hast du noch eins, was
Ja, was aber tatsächlich auch noch nicht ausgeliefert ist, da freue ich mich aber wahnsinnig drauf. Beziehungsweise es existiert schon, aber nur in Englisch. Tatsächlich Dead by Daylight, seit 2016 als Videospiel, seitdem spiele ich es auch und ist jetzt als Brettspiel erschienen. Und was ich bisher so gesehen habe, haben sie wirklich auch versucht, das Spiel weitestgehend umzusetzen. Man muss Generatoren fixen, man hat Perks, die man ansetzen kann, man hat einen Killer, der auf der Map rumläuft. Also rein optisch ist es schon sehr, sehr vielversprechend, dass das wirklich eine ganz ordentliche Umsetzung von einem Videospiel sein könnte. Bin sehr gespannt. Also du hast es gebackt? Nee, auch leider viel zu spät erst gesehen. dann wird es dich nicht so sehr enttäuschen. Also ich habe ja Terrorscape gebackt und ich hatte ja auch das Preview oder Review-Exemplar bekommen. Und das hat mich halt sofort an Dead by Daylight erinnert. Und ich habe mit einem polnischen Instagrammer geschrieben, der dann nämlich Dead by Daylight mal gepostet hatte. Und ich so, wow, da gibt's auch ein Brettspiel von. Das wusste ich gar nicht, dass so der Originaltitel da auch verwendet wird. Ist aber wohl so. Und der sagte, ist auch nicht schlecht, aber Terrorscape wäre besser. Haben wir tatsächlich also auch schon bei uns gespielt. Vielleicht lieber warten auf Terrorscape oder so, wenn es auf Deutsch rauskommt. Wobei es auch auf Englisch, glaube ich, nicht so schwierig sein sollte. Nee, wir hatten es auch bei unserem Spieletreff auch mal gespielt. Deswegen, das hat mich auch direkt dran erinnert. Ja, ja. Finde ich schon sehr ähnlich umgesetzt. Und auch einfach mit dieser Mechanik, dass auch der Killer gar nichts mitbekommt eigentlich. Der ist einfach komplett abgeschottet. Finde ich schon sehr passend, sehr nah dran an Dead by Daylight, an dem Videospiel auf jeden Fall. Genau. Cool. Okay, das ist keine direkte Umsetzung, aber das Thema so ein bisschen aufgegriffen und das, das Setting da. Ne? Genau. Okay, Lars, hast du da noch was? Das meiste, was ich hier so stehen habe, ist so relativ theoretisch, weil ich selber die Sachen nicht gespielt habe bis jetzt. Aber zum Beispiel Street Fighter ist ja auch ein Videospiel und davon gibt es ja ein Brettspiel. Und ich habe mich bis dato nicht dran getraut an das Brettspiel. Aber du hast es? Nee. So. Ich weiß noch nicht, ob ich es mir angucken möchte. Ich bin sehr neidisch auf den Axel, der das ja besitzt. Und ich habe das kurz mal anspielen können mit ihm. Leider auch nur ganz kurz. Aber ich hatte so den Eindruck, sie haben das dadurch, dass es diese Minis gibt, ist es noch mal anders als die reinen Kartenspiel-Beat'em-up-ähnlichen Spiele. So, ne? Also wir haben ja da auf das Spiel auch dieses Turnier Combo Fighter, genau. Und ich musste mal eben auf den Schrank gucken, weil ich irgendwie mit den Namen gerade durcheinander gekommen bin. Oder Yomi gibt's ja auch noch. Und mit den Minis ist es noch mal was anderes. Dadurch, dass du die Positionen deiner Figur auf dem Schlachtfeld oder Kampfplatz nochmal darstellst, hat es nochmal eine geilere Komponente und die Figuren sehen ja wirklich gut aus. Von daher. Die sehen ausgezeichnet aus. Die sehen wirklich, also ja. Grüße an Angry Joe, wird er eh nicht hören. Aber es ist schon ziemlich geil. Und deswegen würde ich sagen, ist das auch eine gute Umsetzung. Cool. Lisa, hast du noch eins, was so nennenswert wäre? Ah, ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt nennenswert ist, weil das auch wieder Spiele sind, die meiner Meinung nach nicht viel mit dem Videospiel per se zu tun haben. Aber natürlich so Ableger wie World of Warcraft, klar. World of Warcraft hatten wir eben auch schon, aber ich meinte God of War und Bloodborne. Gibt es ja mittlerweile auch relativ viele Spiele zu. Aber ja, das sind einfach so wuchtige Videospiele mit einem ganz besonderen Charme auch irgendwie oder von der Story her, jetzt bei God of War, gerade der neue Teil, ist ja eigentlich eher so die Story im Vordergrund. Da finde ich die Brettspielumsetzung bei beiden jetzt nicht so
wahnsinnig gelungen. Das ist mal schön, das kann man mal spielen als Videospielfan, aber jetzt nichts, also keine Spiele, wo ich sage, oh, die kommen irgendwann in meine Top Ten, die geben mir so viel. Ist halt eben wie ähnlich auch bei Binding of Isaac, die IP genommen wurden, meiner Meinung nach nicht ganz so gut umgesetzt. Okay. Haben wir denn was umgekehrt, wo man gesagt hat, wir haben eine IP aus der Brettspielwelt? Habt ihr da Sachen, die dann als Videospiel umgesetzt worden sind? Lisa, fällt dir da was ein? Da habe ich tatsächlich lang drüber nachgedacht. Die ersten Sachen, die mir jetzt so eingefallen sind, Terraforming Mars ist ja kein Tabletop-Simulator oder Boardgame-Arena-Adaption, sondern wirklich als eigenes Spiel. Ich kann mir das bei Steam und ich glaube Epic und Co. überall kaufen, bei den Publishern. Und da fand ich es auch genial, gerade bei solchen Umsetzungen, da kannst du auch einfach reingehen. Du musst nicht unbedingt die Regeln lernen. Es macht natürlich wahnsinnig Sinn, die Regeln erstmal zu lernen. Aber es schränkt dich so sehr ein, dass du nicht das machen kannst, was gerade nicht machbar ist. Und wir haben uns dadurch Terraforming Mars so beigebracht, ohne jemals die Regeln in der Hand gehabt zu haben, sondern einfach, indem wir gespielt haben und irgendwann realisiert haben, ah, das geht so. Ja. Das ist ein guter Punkt. Also auch wenn das natürlich im Grunde eine 1:1 Umsetzung als hübsches Brettspiel digital ist, deutlich hübscher als das Brettspiel von Terraforming Mars, aber gerade um das sich da durch die Regeln nicht selber wühlen zu müssen, ist das natürlich hervorragend. Du hast KI-Gegner, du kannst den Solo-Modus spielen, es wird, ich weiß gar nicht, gibt es ein Tutorial dabei? Ja. Bestimmt, ne? Ja, ja. Kannst du auf jeden Fall dir vorher angucken, wo du so Schritt für Schritt durchgeführt wirst. Aber allein das, was du sagst, das ist sehr fest, also es führt dich einfach fester durch. Du kannst nicht irgendwas tun. Also du musst einfach das tun, was jetzt gerade geht. Und das ist natürlich da auch ein Vorteil, um gerade diese Zugänglichkeit wieder deutlich zu erleichtern. Ja, Lars, ich habe dich unterbrochen. So, ich wollte nur fragen, habt ihr das Tutorial denn nicht gespielt? Nein. Ah, okay. Wir sind direkt rein und gedacht, wie schnell kann man sich selber beibringen. Okay. Ja, ich kannte vorher, ich hatte das, habe das Brettspiel vorher gespielt, Lars, deswegen brauchte ich das Tutorial jetzt in dem Sinne nicht mehr. Deswegen habe ich mich gerade gefragt, ob es das gab. Hast du was den Weg vom Brett ins Digitale gefunden hat, irgendwie, Lars? Ja, krass, ich habe einen ganzen YouTube-Kanal voll davon. By the way, furchtbares Gaming auf YouTube, ganz viele digitale Umsetzungen von ganz bekannten Brettspielen und dann nenne ich jetzt als erstes mal Spirit Island, was auch eine sehr schöne Steam-Umsetzung hat und womit ich praktisch die Regeln von Spirit Island richtig gelernt habe. Also wenn ich es am Brett gespielt habe vorher, war es immer so, dass ich das nie so richtig verstanden habe, komplett. Was ich alles tun kann und warum und wann und so und wie es Sinn macht. Und irgendwie, also weil ich das auch immer mit Leuten gespielt habe, die das schon ganz verinnerlicht hatten. So ungefähr. Okay. Und die haben dann ihre Züge gemacht und dann war ich immer so, wow, ich glaube, dies, das, okay, mach ich mal. Aber ich wusste manchmal gar nicht, warum. Und über die Steam, die wirklich gute Steam-Umsetzung, habe ich das dann richtig gelernt. Habe dann praktisch selber ein Tutorial-Video auch dazu gemacht. Und ja, also da bin ich total der Fan von diesen Steam-Umsetzungen. Ja, sehr schön. Das sind ja jetzt trotzdem also, ja auch wieder, also soll das ja gar nicht kleinreden. Das ist echt super, die Steam-Umsetzung. Die gibt es übrigens auch für Tablets. Ne? Also man kann dann da wirklich mit allen spielen, mit denen man spielen möchte. Sogar auf Telefon lässt sich das spielen. Das halte ich nach wie vor für sehr, sehr herausfordernd. Aber es gibt Menschen, die tun das erfolgreich. Aber es ist ja trotzdem eine 1:1 Umsetzung, wo in beiden Fällen quasi der Vorteil der Videospiele genutzt wurde, dass man die Regeln so ein bisschen verstecken kann vor den Spielenden und das den Leuten abnehmen kann. Habt ihr auch Spiele, wo noch mehr draus geworden ist aus dem Videospiel, wo man nicht in Anführungszeichen nur das Brettspiel digitalisiert hat und ja mit irgendwie hübschen Grafiken, also nicht eine reine BGA-Umsetzung da aufbereitet hat, sondern wo man die Welt noch angereichert hat? Also da fällt mir tatsächlich jetzt Spiel des Lebens ein.
ist mittlerweile relativ groß als Videospiel, so groß wie eine Brettspieladaption, die sehr nah auch einfach dran ist, groß werden kann, sage ich jetzt mal, ohne das jetzt kleinreden zu wollen. Es ist einfach das Brettspiel, aber halt eben noch mal viel anders also aufbereitet. Also ich habe viel mehr Optionen, ich habe tolle Animationen, ich habe nicht mein Brett, auf dem ich mich fortbewege, sondern eine richtige Straße, wo ich langfahren kann. Auch das ist animiert. Und da gibt's ja doch mittlerweile sehr viele Ableger. War eine Zeit lang sehr beliebt, weil es häufig auch gestreamt wurde. Also das wäre jetzt so, wo ich sage, das hat sich auch neben dem Brettspiel, ist vielleicht die Videospielversion davon mittlerweile fast beliebter als die Brettspielversion. Okay. Cool. Lars, hast du irgendwas? Fällt dir da was ein? Ja, Space Hulk Deathwing ist so ein Spiel. Da haben sie praktisch die Brettspiel-IP von dem Games Workshop-Klassiker Space Hulk genommen, wo man mit Space Marines in so ein, ja, so ein Raumschiff-Wrack reingeht und dort gegen die Aliens-ähnlichen Genestealer kämpft. Und das haben sie eben umgesetzt in einen ziemlich spannenden Ego-Shooter. Also da haben sie es komplett gedreht, ne, von sowas wie Rainbow Six, wo sie den Shooter umgesetzt haben in einem Brettspiel, haben sie es hier andersrum gemacht. Sie haben aus dem Brettspiel einen Shooter gemacht. Und ja, ich fand es schon von der Atmosphäre sehr cool, weil man dann wirklich mal so dieses beklemmende, durch dunkle Gänge laufen, Dinge, die dich anspringen. Du läufst auch mit so, wenn du es alleine spielst, läufst du mit zwei KI-Partnern rum praktisch. Die schreien dann Sachen und denen musst du irgendwie Befehle geben noch. Also das hat ist was ganz anderes als das Brettspiel geworden. Aber ja, es ist Warhammer mit, gib mir irgendwas, wo Warhammer draufsteht. Also, es ist auf jeden Fall auch echt schön. Richtig gut. Okay, also da haben sie auch mehr draus gemacht als da nur haben sie was 1:1. Anderes und mehr draus gemacht, genau. Sehr cool. Ja, ich hätte noch Iron Harvest, was ja vielleicht nicht direkt die Brettspielumsetzung ist, aber es ist ja die gleiche Welt, in der Scythe spielt. Auch von einem Bremer Studio entstanden, King Art. Er hat auch den deutschen den Deutschen Entwicklerpreis für Videospiele ein bisschen was abgeräumt. Genau, und da haben sie ja so ein Echtzeitstrategiespiel draus gemacht aus der Welt. Also es ist jetzt insofern, weil die Welt die gleiche ist und man trifft all die Charaktere, die man aus Scythe kennt, in dem Videospiel wieder. Das wäre was mir jetzt dann noch einfallen würde, wo es nicht 1:1 einfach umgesetzt wurde, sondern sich quasi gesagt hat, es ist eine tolle Welt, die übernehmen. Es ist ja ähnlich wie bei den Space Hulks, eine beeindruckende Welt. Mhm. Daraus machen wir jetzt ein Videospiel, wo sich die Brettspielfraktion trotzdem irgendwie drin wiederfindet. Ah, das war so geil. Ich war so heiß da drauf, ne? Und dann habe ich es gespielt und dann habe ich wieder gemerkt, so, ja, aber Realtime ist nichts für dich, Lars. Kannst du halt nicht. Ich bin aber zu langsam dafür. Ja, also zu alt und zu langsam. Also es war wirklich, das sieht so geil aus und ich finde diese Figur, die Anna mit ihrem Bären, total cool. Und leider ist es nicht die Art von Spiel, die ich wirklich spielen kann. So, ich hab's angefangen, aber dann habe ich es auch wieder zurückgegeben. Okay. Das kann man ja bei Steam wirklich schön. Wenn man irgendwie unter 2 Stunden spielt, kannst du es wieder zurückgeben, kriegst den vollen Preis erstattet. Ja, okay, cool. Wusste ich gar nicht. Das ist nicht schlecht. Und es gibt ja, wollen wir das so stehen lassen? Ich könnte sonst noch ganz viele Spiele. Ja, also, aber ja, vielleicht können wir noch, also es ist schon eher, also der Rückweg ist nicht so häufig, würde ich sagen, oder? Nee, ich glaube auch. Also es ist eher die großen Videospielwelten, wo man sich dann Teile rausnimmt und die in Brettspiel umsetzt, ist vielleicht auch so, weil es einfach die größeren IPs sind, weil die Videospielwelt einfach doch deutlich größer noch ist und da noch mehr Leute auch gezogen werden vielleicht. Oder woran könnte das liegen? Dass es eher Brettspielumsetzungen von Videospielen gibt und nicht so viel andersrum.
Oh, ich glaube, das ist tatsächlich eine Kostenfrage. Also ich denke, in der Videospielbranche gibt es einfach viel mehr Geld. Und wenn man dann Potenzial in irgendwas erkennt, macht man Spiel draus, gefühlt. Ja. Und kann ganze Welten drumherum bauen. Also wir hatten eben schon drüber gesprochen, auf verschiedensten Ebenen, einfach sei es mit Musik und Stimmungen. Und ich weiß eigentlich nicht genau, es gibt so grandiose Brettspiele, dass man das nicht so ein bisschen mehr rübernimmt eigentlich. Mhm. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber ich denke, Videospiele, ich kann es gerade gar nicht so richtig greifen. Warum? Lars, hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Also ist vielleicht auch gar nicht so richtig greifbar, ja. Ne? Vielleicht gibt es das auch mehr, als ich weiß tatsächlich. Mir fällt zum Beispiel gerade noch ein, Call of Cthulhu ist ja auch ein Rollenspielsystem praktisch. Und da gibt es auch ein sehr gutes Videospiel für, was halt eben dann durch, also da bewegt man den Helden halt auch so durch das Spiel. Und es hat halt viel, viel Szenerie und Musik und so, deswegen ist es sehr cool. Das würde ich auch in die Richtung stellen. Und ansonsten, ja, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass die Leute, die Industrie Angst hat, dass Brettspieler zu wenig auf Computerspiele anspringen. Das ist zwar jetzt, hat sich zwar jetzt geändert, aber dann, oder es ist ja sehr viel gekommen, gerade durch Corona auch, glaube ich. Aber das sind dann eben diese reinen Brettspielumsetzungen. Ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, zum Beispiel, wenn man ein Jump-and-Run-Spiel macht mit den Figuren. Also, ne, dass jetzt zum Beispiel so eine Katze oder den Waschbären aus Root spielst in so einem Spiel, was so wie Super Mario ist oder sowas, Super Mario Land. Ob dann Brettspieler das spielen würden, weil es vielleicht heißt Super Root Land. Das ist so die Frage, ja. wo ich das Gefühl habe, die Antwort könnte nein sein. Aber das weiß ich nicht genau. Aber es, ja. Ja, spannend. Ja, wir werben ja auf jeden Fall gerade dafür, dass die Welten viel enger zusammen sind, als sie vielleicht den Anschein geben. Ja. Daher. Ich denke, Lisa und ich stehen da in beiden Welten mit dem gleichen Gewicht. Und ja, ich würde mich freuen. Das ist auch keine Seltenheit. So. Okay, vielleicht ist das eine gute Überleitung zu unserer Abschlussfrage, weil da könnten wir uns ja fragen, ob welche Brettspielwelt oder welches Brettspiel sollst du denn unbedingt eine Videospielumsetzung bekommen? Lisa, magst du den Anfang machen? Ja, da habe ich tatsächlich gleich zwei Sachen im Kopf. Ja, sehr gut, sehr gut. Also, dann nennst du eins, dann Lars und ich jeder eins und dann machst du den Abschluss. Okay. Tatsächlich kam jetzt schon öfters heute zur Sprache Familia Tales. Ja. Man ist schon so intensiv in diesem ganzen, durch die Musik alles irgendwie mit drin in dieser Storyline. Und das so als schönes Story-Spiel, Videospiel im Koop, kann ich mir sehr gut vorstellen. Sehr cool, ja. Das funktioniert wahrscheinlich sehr, sehr gut dann mit Animation und viel Musik, die es ja sowieso schon in dem Spiel gibt. Sehr schön. Und Lars, was wünschst du dir unbedingt als Videospiel, was bisher nur als Brettspiel gibt? Ein Too Many Bones MMORPG. Okay, sehr gut. Das habe ich auf der Messe einmal angezockt mit dem Alex und wir waren nach 5 Zügen fertig. Jeder durfte einmal. So unglaublich frech. Wir haben uns da hingesetzt, dann kam noch eine Mutter mit ihrem Sohn und dann haben wir irgendwie, jeder war einmal dran und der Sohn war noch ein zweites Mal dran und dann der Kollege von Frosty meinte auch, das ist die schnellste Runde, die ich je gesehen habe. Wir haben alle so gut gewürfelt. Naja, ja, mag sein, dass das bestimmt gut funktioniert als MMO-RPG. Würde ich dann auch nochmal probieren.
Okay, dann mache ich eins und dann bist du mit dem Abschluss dran, Lisa, okay? Ich sage das, was ich immer sage, wenn sowas ansteht. Ich sage Twilight Imperium. Könnte hervorragend auch als Videospiel funktionieren. Also ich weiß noch, mein Bruder hat gesagt, als ich ihm gesagt habe, hier, pass mal auf, ich habe Twilight Imperium jetzt, willst du das mal mitspielen? Meinte, das ist wie Master of Orion als Brettspiel. Und das jetzt nochmal wieder zurückportieren in die Videospielwelt als so ein episches Strategiespiel, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Weil EVE Online? Ne, EVE Online ist was ganz anderes. Ja? Das ist okay. Ja, viel stärker dieses ich fliege alleine durch die Gegend. Oh. Klar, da gibt's ja dann auch so große Schlachten, wo man sich so zusammenfindet. Aber ich lehne auch diese, das ist nichts für mich, wo ich da irgendwie mein gesamtes Hab und Gut in dieses Spiel investieren muss, um da irgendwie. Okay, ja, klar. Ja. Mhm. Aber ja, das könnte so sein. Da kommt übrigens demnächst ja auch ein Brettspiel. Da bin ich mal drauf gespannt. Das sah auf der Messe ganz spannend aus. Da haben wir dich ja extra noch hingelotst, dass du dir das anguckst. Ja. Ja, das sah ganz cool aus. Bin ich mal gespannt. Haben sie, glaube ich, auch ganz gut runtergedampft. Okay, dann Lisa, was hast du noch? Ja, oh Gott, ich würde mir ein Videospiel, ich glaube ein Rollenspiel, Story-lastig, ich kann es mir aber auch in allen möglichen Varianten vorstellen, in der Welt von Tsukuyomi. Hm. Fände ich ganz, ganz spannend. Oh ja. Die gibt einfach so viel her, diese Welt. Die ist so fantastisch gestaltet. Das als Videospiel, richtig schön. Das kann ich mir sehr gut dabei vorstellen. Ja. Ich glaube, das ist, glaube ich, der perfekte Pick, Lisa, ehrlich gesagt. Ja, doch. Ja. Du kannst Real-Time-Strategy machen. Da kannst du alles, wirklich alles mit dem Rasenrecht. Ja. Es ist so ein abgefahrener Welt. Es ist auch so eine geile Optik. Und das einfach in so einer immersiven Welt, diese Optik, die Felix geschaffen hat. Auf jeden Fall. Ja, bin ich dabei. Wem müssen wir das denn pitchen, damit das passiert? Ich hau Felix mal an. Ja, mach das mal. Soll das irgendwie. Die Bücher. Wir wollen die Bücher endlich, Felix. Mehr Romane. Oh ja. Ja, das ist, was ist denn damit? Wisst ihr das? Weil die Jadeträne war das erste Buch, ne? Genau. Es gibt ja auch noch einen Comic dazu. Also es gibt nicht nur den Roman, es gibt auch noch einen Comic da dazu. Aber jetzt, ob und wie das fortgesetzt wird, ich glaube, der zweite Band ist irgendwie in der Mache, aber. Ja. Ich hoffe doch, das wird noch fortgesetzt. Ich habe auf das Spiel gefragt. Ich habe auf das Spiel gefragt am Stand und die haben gesagt, es ist in der Mache. Sehr gut, genau. Sehr gut. Aber dass du das Comic noch nicht hast, Dirk, was ist da denn los? Moment, ist das nicht der Comic, der bei dem Spiel dabei war? Also ich habe ein Hardcover-Comic zu Hause. Ah, dann muss ich das nochmal prüfen, warum ich den nicht habe. Ich dachte, das sind die Comics, die bei dem Kickstarter dabei waren. Aber ich habe es auf jeden Fall nicht in Hardcover. Das kann ich dir gerade gar nicht sagen. Nee, das ist bestimmt noch was extra. Schick dir das nachher mal. Ja, ich muss auf jeden Fall auch, ich werde mir auch das RPG-Buch holen, einfach weil viele tolle Zeichnungen von Felix drin sind. Ich werde das bestimmt nicht spielen, aber da kann ich es mir anschauen. ja, das finde ich sehr schön, Lisa. Das ist ein wunderbarer Abschluss zu Tsukuyomi als Videospiel. Da geht ganz, ganz viel, weil es einfach eine unglaublich tolle Welt ist. Und das ist übrigens auch so ein tolles Beispiel dafür. Es geht gar nicht um die einzelnen Mechaniken, sondern diese Welt. Und da pickt man sich irgendwas raus und setzt das dann um. Und das geht in beide Richtungen, glaube ich, toll, wenn man den richtigen Ansatz findet, um diese Essenz dieses Gefühls in dieser Welt irgendwie in das eine oder andere Medium zu übersetzen. Gut. Ich glaube, wir haben einiges dafür getan, diese Welten enger aneinander zu führen und zu zeigen, dass die viel Gemeinsamkeiten haben und beide ganz, ganz viel Möglichkeiten zum Entdecken bieten und sehr, sehr viel Freude bereiten können und gar nicht so weit auseinander liegen, wie man vielleicht manchmal meinen sollte, oder? Ja. Habt ihr noch irgendwelche Abschlussworte, die ich vergessen habe zu erwähnen? Ich glaube nicht. Spielt mehr Brettspiele und mehr Videospiele. Das ist beides toll. Einfach mehr spielen, Lisa, ja. So, einfach mehr spielen, genau. Perfekte Schlussworte. Oder Lars, hast du noch was? Ich wollte noch sagen, also ich sage von mir auch immer, ich bin ein Gamer. Das ist so. Ja. Und das ist eigentlich egal. Das ist ja schon, heißt eigentlich immer Videospiel, aber ich bin auch dafür, dass wir das mehr etablieren. Gamer ist. Egal, ob Brett oder digital. Genau. Und auch egal, ob Rechner oder Konsole. Ja. Mhm.
Hauptsache spielen. Sehr schön. Dann, ja, mehr bleibt dazu noch nicht zu sagen. Ich würde sagen, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, Lisa. Wir machen das nochmal. Oh, sehr gerne. Zu irgendwas anderem dann. Wenn du nochmal wiederkommen willst, würde ich mich freuen. Alles klar. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch viel Spaß gemacht. Genau, und schreibt uns doch gerne irgendwo, das schreibt der Lisa in den Twitch-Streams oder bei TikTok, ja, was wir noch vergessen haben zu erwähnen. Und dann ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Das war es auch schon wieder bei The Board Game Theory. Danke fürs Einschalten und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche schon wieder. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen besucht gerne unseren Discord, schreibt uns auf Instagram oder per Mail an info@theboardgametheory.de oder schickt eine Postkarte. Wir würden uns außerdem darüber freuen, wenn ihr uns bei Spotify, Apple oder wo ihr uns sonst so hört, ein Abo und eine Bewertung dalasst. Vielen Dank und bis bald. Officials tell it, Boston has become the victim of an electronic blight. With fewer than 600,000 people, the city has 4,000 to 5,000 video games, not just in arcades, but also in drugstores, pizza parlors, supermarkets. In some sections of the city, we have a machine or two machines and sometimes three machines in virtually every single corner store in a neighborhood. City officials today announced that video games no longer will be licensed in residential areas, only in commercial and industrial neighborhoods. Officials say they are responding to complaints from parents that children have skipped school or stolen money to play the games and made a nuisance of themselves. Senior citizens have rights. They have rights to go into the laundromat and wash their laundry in peace. They don't have to go by two or three machines or kids congregating and passing fast remarks as they walk in and terrorizing them in some instances as they go in.